This is a true love. This is a true love. Man, ja, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, Roletics hier. Fünf Dinge, die du übers Fasten wissen solltest. Erster Punkt ist gleich mal, du kannst eigentlich mit Fasten jede Krankheit heilen, wenn du gleichzeitig auf eine naturbelassene Rohkosternährung dabei umstellst. Aber du brauchst eine Übergangsdiät, ganz wichtig, sage ich immer, nicht einfach in ein krasses Fasten reinspringen. Lasst euch der Zeit, Schritt für Schritt. Aber wenn du das auf Dauer durchziehst mit Fasten oder Rohkosternährung, kannst du jede Krankheit heilen, die du möchtest. Wenn du das Ganze auch dann noch geistig ein bisschen angehst, ist das Beste, dann geht das Ganze so viel schneller, Sport dabei und so weiter. Ist klar, aber du kannst alles heilen, auf jeden Fall. Wenn du isst und ständig Gifte in dich reinstopfst, dann ist es unmöglich, die Krankheit zu heilen. Zweiter Punkt, jede Religion kennt Fasten. In allen Religionen, in allen heiligen Schriften ist Fasten erwähnt. Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet. 40 Tage Fasten hört man immer wieder. Pythagoras soll 40 Tage gefastet haben, bevor er in diese Mysterienschule eingeweiht werden durfte. Und jede Religion kennt es. Ich war erst in Marokko, die hatten da Ramadan. Die haben es dann verfehlt, weil sie einfach schon so vom Bewusstsein her gesunken sind. Eigentlich isst du in der Zeit 30 Tage, nur wenn die Sonne untergegangen ist, ein Abendessen. Oder ursprünglich war es vielleicht auch eine komplette Fastenzeit, ich weiß es nicht. Die Leute haben sich dann immer so gedreht, wie sie mochten. Auf jeden Fall war es da witzig. Die Leute haben einfach, sind abends, wenn die Sonne untergegangen ist, aufgestanden, haben gefrühstückt, haben praktisch um Mitternacht Mittag gegessen und zum Frühstück haben sie halt dann Abend gegessen. Und dann sind sie tagsüber pennen gegangen. So war das in Marokko. Also so macht das Ganze dann keinen Sinn mehr. Aber ja, eigentlich ursprünglich kennt es jede Religion. Und das sollte einem schon mal zu denken geben. Dritter Punkt ist, jedes Tier fastet instinktiv. Jedes Tier kennt Fasten. Jedes Tier, wenn es krank ist, instinktiv, hört es auf zu essen, sucht sich einen Platz, wo es sich zurückziehen kann, bewegt sich vielleicht noch ein bisschen. Aber ja, es lässt einfach den Körper die Energie dazu da, um die Wunde oder die Krankheit gerade zu heilen. Und ja, der Mensch hat den Instinkt einfach komplett unterdrückt und hört da gar nicht mehr drauf, kommt dann mit Zwangsernährung und so weiter. Schlechteste, was man machen kann. Ja. Vierter Punkt ist einfach, so viel Ärzte schwören auf Fasten. Es gibt genug Studien dazu. Alle ganzheitlichen Doktoren empfehlen Fasten normalerweise. Und so viel Heilige, so viel Menschen in der Vergangenheit, die es einfach zu was gebracht haben, waren immer große Befürworter vom Fasten. Fünfter Punkt, du kannst einfach mit dem Fasten zu einer geistigen Klarheit gelangen. Jeder, der es mal gemacht hat, merkt, wie klar du danach denken kannst, wie anders du die Dinge siehst, wie du den Körper neu resettet hast und wie du einfach die Dinge neu aufnehmen kannst. Und es funktioniert alles ganz anders, besser. Und fragst dich manchmal, was du vorher für Sachen geglaubt hast. Und du, ja, du erkennst erstmal, dass das, was dran ist, wirklich. Man muss es ausprobieren, wie bei allem. Nur die Erfahrung zeigt einfach, ob es funktioniert oder nicht. Erzählen können Leute immer viel. Wenn du es selber ausprobierst, wirst du es merken. Aber informier dich genau. Dann weißt du auch, was dahinter steckt und warum es dir am Anfang schlecht gehen kann und dass du nicht so schnell reinspringen solltest, dass du wirklich am Anfang ganz kurz vielleicht mal das Frühstück weglassen und so weiter, dann vielleicht mal einen Tag oder so fasten. Außerdem denke ich auch einfach immer, wenn man Fasten macht, soll es immer mit einer Ernährungsumstellung einhergehen. Zum einen fällt es dann immer viel leichter auch, die Ernährung umzustellen. Weil du dann wieder deinen Geschmackssinn ein bisschen entspannt hast und dir schmeckt dann die ganzen Sachen am Anfang viel besser. Du kannst wieder voll mit Genuss essen. Gerade durch das wenig Essen kriegst du wieder wirklich einen Genuss beim Essen. Du schlingst das Essen nicht mehr rein. Die meisten essen ja nur, weil sie meinen, sie müssten es machen. Das waren, denke ich mal, fünf wichtige Punkte zum Fasten, die man wissen sollte.
Und probiert's einfach aus. Peace, Leute.